Warum eine Witwenrente nicht auf eine Witwenrente angerechnet werden kann. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Die Anrechnung von Einkommen auf Renten wegen Todes ist komplex und schwer verständlich. Renten wegen Todes sind unter anderem Witwenrenten, Witwerrenten und Erziehungsrenten. Auf diese Renten kann Einkommen angerechnet werden. Dabei geht es uns vor allen Dingen darum, Ihnen heute verständlich zu machen, ob überhaupt Einkommen auf die Rente wegen Todes angerechnet werden darf und wenn ja, wie dies dann im zweiten Schritt zu erfolgen hat. In diesem Video geht es erstmal um Grundsätzliches. Kann Einkommen, was ich nicht selbst verdient habe, auf meine gesetzliche Witwenrente überhaupt angerechnet werden? Beispiel: Die Witwenrente aus einer Betriebsrente wird auf die gesetzliche Witwenrente angerechnet oder ich bekomme eine Witwerrente oder Witwenrente aus dem Ausland und die trifft auf eine Witwenrente im Inland zusammen. Folgende Faustregel sollten wir uns merken: Die Hinterbliebenenrente hat eine sogenannte Unterhaltsersatzfunktion. Auf sie kann de facto fast jedes Einkommen angerechnet werden. Bei der Altersrente, das wissen wir nun, ist es etwas anders. Aber, das sagt das Gesetz, es kann grundsätzlich immer nur eigenes Einkommen angerechnet werden. Der Paragraph 97 SGB VI erfasst im Satz das Einkommen vom Berechtigten. Ja, also damit ist klargestellt, dass der Gesetzgeber gesagt hat, dass der Berechtigte das Einkommen selbst erworben haben muss. Dies stellt das Wort von oder vom klar. Auf die Renten wegen Todes wird daher nur das Einkommen angerechnet, welches vom Rentenberechtigten selbst erworben worden ist. Leitet sich das Einkommen aus hinterbliebenen Leistungen des verstorbenen Ehepartners zum Beispiel ab, dann gilt das natürlich als nicht erworbenes eigenes Einkommen. Das sind zum Beispiel Witwen- und Witwerrentenansprüche aus dem Ausland oder sogar gesetzliche Witwenrentenansprüche. Auch die Unfallhinterbliebenenrente zählt mit dazu, aber hier muss man natürlich auch den Paragraph 93 SGB VI noch im Auge haben. Dazu sage ich dann in einem anderen Video nochmal was. Aber aufgepasst, das Erbe aus einem Todesfall, was die Witwe oder der Witwer bekommt, kann als eigenes Einkommen angerechnet werden. Das hat nichts mit einer hinterbliebenen Leistung zu tun. Wenn also zum Beispiel der Verstorbene noch Urlaubsansprüche zum Zeitpunkt seines Todes beim Arbeitgeber oder gegenüber dem Arbeitgeber hatte, zum Beispiel in Höhe von 10.000 Euro, dann erbt die Witwe oder der Witwer diesen Anspruch. Und wenn er das ausgezahlt bekommt, meinetwegen erst nach 4 Monaten, nachdem der Todesfall eingetreten ist, dann sind es erbrechtliche Ansprüche und die können auf die Witwen- oder Witwerrente ganz normal angerechnet werden. Grundsätzlich: Keine Einkommensanrechnung in den ersten 3 Kalendermonaten beim sogenannten Sterbevierteljahr oder beim Sterbequartalsgeld. Dort findet grundsätzlich keine Einkommensanrechnung statt. Das heißt also, selbst wenn Sie dort was erben sollten, meinetwegen 50.000 Euro in der Zeit, findet keine Anrechnung statt. Sie merken sich bitte nur eins: Es wird immer nur eigenes Einkommen auf die Witwenrente angerechnet. Näheres zu diesem Thema können Sie auf www.rentenbescheid24.de nachlesen. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.